Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3. Jetzt endlich im vierten Akt. Ich weiß nicht, ob ihr es gewusst habt. Ich meine, das Spiel ist seit 2012 veröffentlicht worden. Seit 2012 veröffentlicht worden, genau. Also 2012 erschienen, also released worden. Und somit gibt es das Spiel jetzt schon seit, ja, fast einem halben Jahrzehnt. Ach Quatsch, mehr als einem halben Jahrzehnt, aber... Ne, fast ein ganzes Jahrzehnt, fast, ne, also es fehlen noch ein paar Jährchen, aber was ich damit sagen will, das Spiel ist schon lange raus und somit auch der vierte Akt, deswegen weiß ich nicht, ob das unbekannt war. Ich zum Beispiel kannte ab einem bestimmten Teil des dritten Aktes die Story gar nicht. Was im vierten Akt passiert, weiß ich ungefähr von damals, als ich bei meinem Papa zugeguckt hatte und auch jetzt aus dem Let's Play, weil ich geschaut habe und ja, jetzt befinden wir uns im vierten Akt und mal gucken, was Tyrael zu sagen hat. Das Diamanttor gab es schon, seit das erste Licht die hohen Himmel berührte. Nun liegt es in Trümmern. Imperius hat recht. Ich bin der Grund dafür. Diablo hat das getan, nicht ihr. Ihr habt alles in eurer Macht Stehende versucht, um diese Zerstörung zu verhindern. Vor langer Zeit stimmten meine Brüder und ich über das Schicksal der Menschen ab. Meine Stimme gab den Ausschlag. Ich beschloss, euch vor der Ausrottung zu bewahren. Und jetzt hat die Menschheit das oberste Übel hervorgebracht. Tyrael, ihr habt an uns geglaubt, seid zu einem von uns geworden. Nun müsst ihr als Sterblicher leben und eure Furcht gegen Hoffnung tauschen. Versinkt in Selbstmitleid, wenn ihr wollt. Ich werde weitermachen. Ihr versteht das nicht. Hoffnung wurde zum Schweigen gebracht. Das sind schlimme Aussichten. Ja, wie man es nimmt, ne? So, das... Was? Bitte was? Das Vestibulum des Lichts. Vestibulum... Heißt das wirklich so? Vestibulum? Sagt mir nichts, tut mir leid. Gut. Oh, oh, oh. Sieh dir die Zerstörung an, die ich gebracht habe. Es wird das Letzte sein, was du sehen wirst. Isratu, vernichte den Nephalem. Isratu, was? Ich fürchte euch nicht, Nephalem. Ihr werdet nichts als den Tod in diesem ewigen Leid finden. Das ist so ein kleiner Mini-Diablo, ne? Kann das? Das Vestibulum des Lichts. Okay, okay, okay. Hier, mein Vertrauter bitte einmal. Rein ins Gemetzel. So, tschüss, ihr kleinen Mistviecher. Hasta la vista, Baby. Ach, die halten ja gar nichts aus. Hä? Vierter Akt? Ich dachte, ich werde jetzt hier voll hart rangenommen. Und was ist? Nichts? Pustekuchen. Die Hölle werden euren Leichnam zermalmen. Die Schatten werden eure Seele verschlingen. 60 getötete Gegner. Warte mal, da war doch was mit der Paralyse, ne? Ich erinnere mich, ne? Oder kann ich ihn nicht? Doch, ich kann ihn absorbieren, wollte ich gerade sagen. Paralysieren, betäuben. Ja, geil. Ja, dann kommt mal her, ihr kleinen Mistviecher. Ich frag mich, ob auch Endbosse eines Aktes immun gegen Betäubung sind. Ihr glaubt, ihr könntet mich besiegen, Sterblicher? Ja, du bist doch fast tot. Mir doch egal. Was? Da passt noch was rein. Ja, das denke ich mir beim Essen auch immer. So, jetzt machen wir hier klar Schiff. Achso, ich stehe in Flammen. Ja, das ist natürlich nicht so gut. So, jetzt gib auf. Ciao. Oh, neues Wissen. Die uralten Texte beschreiben Schreckensdämonen als unbezwingbare Feinde, als Diablos fleischgewordene Träume. Sie tauchen im Schatten auf, um ihre Opfer zu foltern. Und verschwinden auch wieder im Schatten. Ihr bloßer Anblick genügt, um einen Horadrim in den Wahnsinn zu treiben und ihn dazu zu bringen, sich bis zum Ende seiner Tage schreiend am Boden liegend die Augen herausreißen zu wollen. Gott,
Jetzt habe ich Diablo unterbrochen. Das oberste Übel. Tut mir sehr leid, Diablo, Diablä, ne, weil Lea und so, ne? Ja, die arme Lea, ey. Ich fand das Zitat von Adria krass. Also es war ja nicht, es war ja kein Zitat. Es ist Adrias Rede quasi. Dein Vater war Diablo höchst selbst. Also es kommen mir da so ein paar Fragen auf. Also zum einen, sie hat einfach mal eiskalt mit einem Dämonen gebumst. Also davon mal ganz abgesehen. Und von zum anderen, Diablo oder allgemein alle Herrscher der Hölle und Diener der Hölle und was weiß ich, die kennen doch eigentlich gar keine Liebe. Die haben doch nur Zerstörung und Ehrgeiz und Macht im Sinn. Warum da Liebe? Ich meine, also das verstehe ich nicht so ganz. So. Ether, heißt er so? Ich bin Ithira. Ja, oder so. Erzengel des Schicksals. Es ist meine Pflicht, alles was ist und alles was sein wird, in der Schriftrolle des Schicksals aufzuzeichnen. Aber ihr, Nephalem, ihr taucht in dieser Rolle nicht auf. Euer Schicksal ist ungeschrieben. Dann werde ich meine Bestimmung in Diablos Blut niederschreiben. Ihr könnt entweder zusehen, wie die gesamte Schöpfung in Flammen aufgeht, oder mir helfen. Vielleicht lässt sich das Schicksal ändern. Beeilen wir uns, Auriel, Erzengel der Hoffnung, ist von Rakanoth, dem Herrn der Verzweiflung, entführt worden. Ich werde sie befreien. Dann wird es in den Himmeln wieder Hoffnung geben. Findet die Bibliothek des Schicksals in den Gärten der Hoffnung. Da gibt's also noch Hoffnung. Okay. Oh, schön. Also, wisst ihr Bescheid, ne? Also, wenn ich da mal YouTube-Money kriege, so sieht meine... So, sind die Gärten der Hoffnung. Der Erzengel Auriel kann nicht weit sein. Hier ist doch ein Engel. Neues Wissen. In meinem Leben habe ich viele Krieger gesehen. Doch nur eine Handvoll von ihnen durfte es wagen, sich der Macht eines Unterdrückers zu stellen. Dieses Monster ragt hoch über dem größten der Barbaren auf und führt Waffen aus höllengeschmiedetem Stahl. Sie wurden zuletzt an der Seite Baals während seiner Wiederauferstehung gesichtet und hinterließen nichts als Tod und Verwüstung. Ich habe einen Schatzgoblin gehört. Da ist er! Tag! Warte. Kann ich den betäuben? Bleib mal stehen. Warte. Ich weiß, warte, gibt's bei Roller. Kann ich den betäuben? Ey, jetzt bleib mal hier, bitte. Nein, er ist immun gegen Betäubung. Aber der Schaden ist trotzdem da. Warte, neues Wissen. Gepanzerte Vernichter wurden nicht mehr gesichtet, seit Diablo vor Hunderten von Jahren aus den brennenden Höllen verbannt wurde. Vorher stellten sie den Großteil seiner Armee. Sie bedeckten das Antlitz des Reiches ihres Herrn wie ein riesiger Heuschreckenschwarm. Sollte der Herr des Schreckens je zurückkehren, so werden sie seine Vorboten sein, fürchte ich. Jetzt bleib doch mal stehen, Junge! Um Himmels Willen, der ist ja schlimmer wie sonst was. Oh Gott, ey, ich dachte, der geht mir jetzt flöten. Also er ist zwar gegen die Betäubung immun, aber der Effekt des Rings... kommt trotzdem zum Vorschein. Mit den, was waren das? 13.000 Prozent mehr Schaden. Waren es 13.000? Ja, 13.040% mehr Schaden. Und nicht, ne, 30 vor allem. Nicht 13.000 Schaden, da, sondern 13.000 Prozent. Das ist ein bisschen was anderes. So, warte mal, jetzt muss ich erstmal gucken, was der jetzt hier alle liegen gelassen hat. Was ist das denn? Brunnen der Segen. Was? Segen erhalten? Leben in der Herstellung der Erfahrung erhalten? Oh, Halleluja. Ein Geschenk des Himmels. Hier sind noch Vasen. Tag. Also ich muss sagen... Jo, bin ich auch für. Ich muss sagen, die Fähigkeit, also das ist ja keine Fähigkeit, die Eigenschaft des Rings mit den 13.000 Schaden, Prozent Schaden, ist geil, aber, was? Achso,
Der Angerisrat setzt sich aus 5 Erzengeln zusammen, die gemeinsam über die hohen Himmel herrschen. Sie entscheiden über die Gesetze, an die sich alle Engel halten müssen. Jeder von ihnen verkörpert einen reinen Aspekt der Schöpfung. Tapferkeit, Gerechtigkeit, Hoffnung, Schicksal und Weisheit. Ja, danke für die Info. Und jetzt kann ich kann hier nicht lang. Alles klar, was wollt ihr denn? Nein, es kann sein, dass der Ring vielleicht ein bisschen overpowered ist, aber andererseits, ohne den Ring sind wir für manche Gegner echt... Ja, wie soll ich sagen? Oh. Bei manchen Gegnern habe ich da einfach echt Probleme. Ich meine, und wir haben es uns ja nicht ercheatet oder sonst irgendwas, ne? Oder ein Gegenstand, oder wir benutzen hier auch keinen Gegenstand, den wir eigentlich mit einem anderen Charakter gefunden haben, ne? Also, sodass wir uns das gar nicht erarbeitet haben mit dem Charakter. Das stimmt ja alles nicht. Das haben wir ja ganz legal mit diesem Charakter gefunden. Euer Geist ist nun frei, Engel. Deswegen, ne, kann sich da eigentlich keiner beschweren. Ich hab's auch nicht hergestellt, ne? Also, ich hab's gefunden. Es ist ein legendärer Ring, ne? Ja, ja, ja. So, aber das haben wir hier. Achso, Zweihand, ja, ja. So, hier einmal Dadums. Ah! So, oh, 1, 2, 3, 4 Wege. Ja, toll. Das ist ja mal mega geil. Weil ich weiß jetzt nicht... Oh, der Arme. Ich weiß jetzt nicht, wo es lang geht. Und ich meine, hier geht's weiter, ne? Ja, hier geht's weiter. Deswegen würde ich sagen, gehe ich jetzt mal eben ganz fast zurück. Achso, hier geht's eh nicht lang. Okay. Hier vorne... Oh, ich entferne mich vom Mikrofon. Warte, das geht natürlich nicht. So. Hier geht's auch nicht lang. Und hier dann dementsprechend auch nicht. Okay, gut. Nee, ich will lieber auf Nummer sicher gehen, als dann am Ende irgendwas zu übersehen. Oh, geil. So, oh, guck mal. Das sieht schon cool aus. Oh, die Bäume sind cool. Diese Kristallbäume werden verdorren, wenn sich die Verderbnis ausbreitet. Ja. Alles an die Dunkelheit verlieren. Alles. So, aufgespießter Engel. Jetzt frage ich mich, Engel, die sind doch unsterblich. Weil es hieß ja nicht umsonst, Tyrael wurde ein Sterblicher. Warum können Engel dann sterben? Ich versteh's nicht. Euer Geist ist nun frei. Ja, der Geist vielleicht, aber die Leiche... Ah, okay, aber die Leiche nicht. Ja, aber das ist doch mit Sterblichen genauso. Ich verstehe das nicht. Also dieses System, sterblich, unsterblich, sterblicher... Das ist so eine Sache, die kapiere ich einfach nicht. Aber auch allgemein, das hat auch wenig mit Diablo zu tun. Garten der Hoffnung, Ebene 1. Das ist, ja, da. Was? Da war auch ein Wegpunkt? Machen die jetzt hier wegen jedem Kack einen Wegpunkt hin, oder was? Ich meine, zur Not kann ich mich auch immer noch teleportieren, ne? Also so schlimm ist es dann doch nicht. Eine Truhe. Was haben wir denn hier Schönes? Was für mich? Nee, ist nichts für mich. La 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 la. Ja, dann gehe ich einfach mal weiter, ne? Oh, Speicherpunkt. Ah, da ist noch was. Warte. Da, zack. Ich bin frei. Ja, jetzt. Ja, frei würde ich es nicht nennen, ne? So ohne Körper. Weiß ich nicht. Ich würde das, glaube ich, nicht frei nennen, aber naja. So. Bibliothek des Schicksals. Halleluja! Das sieht cool aus. Kann ich da ranzoomen? Ja, nö. Boah, als Thumbnail wäre das voll geil. Cool. Oder hier so stehen. Boah, hier zu stehen. Ist auch voll geil. Warum sollte ich das tun? Ja, weil ich auch Z drücken wollte, du. Voll geil. Also ich muss sagen, designtechnisch mega geil. Mega, mega geil. Ganz großes Lob an Blizzard. Ganz großes Lob. Boah, sieht das geil aus. Ach, das ist der... Okay.
Der Engel. Ihr glaubt euch frei von den Ketten des Schicksals, Nephalem. Aber alle werden vor Fürst Diablo niederknien. Nö, ich nicht. Und weißt du warum? Weil ich stärker bin. Halleluja, ist ja gut. Der nimmt wohl keine Kritik entgegen. Oh, betäubt. Guck mal, schon auf die Hälfte runter. Guck dir die Lusche an. Du kannst mal baden gehen. Hä, jetzt ist er auf einmal immun? Ciao. Mit normalen Angriffen. Ich wollte es nur gesagt haben. Meine Armeen strömen durch die Höllentore. Die Himmel werden zerstört sein, lange bevor du auf nur einen Schritt in den silbernen Turm setzen kannst. Ja, auf zu quatschen. Am Anfang diente Rakanot Andariel der Herren der Qual mit effizienter Brutalität. Allein seine Berührung kann zahlreiche schmerzhafte Wunden öffnen. Er bewachte Isual während der vielen Jahre, die der Engel als Gefangener auf Rakanots Ebene der Verzweiflung verbrachte. Doch vor kurzem hat er sein Reich überraschend verlassen. Aha, okay. Ist er tot? Nee, okay. Ich dachte schon. Itariel. Nephalem. Nur ein einziges Mal in der Geschichte von Sanctuario hat es einen Nephalem gegeben, der so mächtig war wie ihr. Sein Name war Ulgysia. Wer? Ich habe von ihm gehört. Der Mann, der sich opferte, um die Welt zu retten. Ich habe das für eine Legende gehalten. Es ist keine Legende. Durch sein selbstloses Opfer erkannte ich das Potenzial, das eurem Volk innewohnt. Deshalb stimmte ich mit Auriel gegen die Auslöschung der Menschheit. Das war die richtige Entscheidung. Ohne mich würde das oberste Übel die Himmel bezwingen. Oder vielleicht auch gar nicht erst existieren, ne? Man weiß es nicht. Okay, existieren schon so seelenmäßig im Seelenstein, aber... andererseits hätten wir Lea und Adria nie zusammengebracht und Adria auch somit nie geholfen, alle Übel zu vereinen in dem Seelenstein. Also kann man sich drüber streiten. Die Zukunft sehen. Ihr könnt die Zukunft sehen? Ich sehe die zahllosen Stränge der Möglichkeiten, die sich miteinander verbinden und ineinander verwoben sind. Ihre Echos sind bis in die Unendlichkeit zu vernehmen. Wenn ihr so viele Pfade vor euch seht, woher wisst ihr, welchen ihr nehmen müsst? Ich bin nicht zum Handeln berufen, so wie ihr. Ich bin nur ein Beobachter. Habt ihr das Schicksal des Propheten gesehen? Ich kenne diesen Namen. Doch der, der ihn trug, lebte und starb lange vor eurer Zeit. Ich verstehe. Ah, weil sie damals... Ja, er weiß ja nicht... Oder weiß er das? Das mit der Zeitreise? Keine Ahnung. Ende. Was steht in der Schriftrolle des Schicksals über den Ausgang von all dem? Unheil und Finsternis. Die Himmel zerstört. Die Streitmacht der Engel vernichtet. Diablo siegreich. Das werde ich nicht erlauben. Wie ich bereits sagte, Nephalem, euer Schicksal ist ungeschrieben. Ihr allein könnt diese dunklen Zeiten beenden. Auriel. Hab Dank, Nephalem. Ich hatte gehofft, dass die Schriftrolle des Schicksals nicht recht hatte. Dass dieses in Unruhe versetzte Reich wieder zur Harmonie finden würde. Ich sehe jetzt, dass alle Hoffnung in euch liegt. Die Ketten des Schicksals können euch nicht länger aufhalten. Mit meinem Segen könnt ihr nun Diablos Verderbnis ahnen. Durch sie werden die Tore verborgen, über die seine verfluchten Diener diesen geheiligten Ort betreten. Die Tore müssen geschlossen werden. Wir werden euch nicht enttäuschen. Oh, Sequenz. Diablo wollte Verzweiflung in die Himmel bringen, aber ich habe seinen Champion vernichtet.
und Hoffnung wiederhergestellt. Doch Tyrael bleibt verloren. Dennoch muss ich weiterkämpfen und Diablos höllische Portale auslöschen. Ja, so, Gärten der Hoffnung, Ebene 1. Gut. Die Kristalle in diesen Hallen dienen den Engeln als Gefäße für ihre Weisheit. Sie sind mehr wert als all der Reichtum unserer Welt. Ja, mag sein. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Diablo 3 und ja, bis dann, bleibt dran. Ciao. We'll be right back.